Das ist wahr. Aber das darf dich nicht hindern, Chitanzapa, mit deinen Gefangenen zu tun, was du für richtig hältst. Tokaito, meine Gedanken gehen andere Wege, als meine Worte dir bis jetzt gesagt haben. Ich will aufrichtig gegen dich sein. Ich habe die Wahrheit denken gelernt. Die Langmesser bedrohen die Siksikon und uns Dakota. Wir haben die gleichen Feinde und sind in der gleichen Not. Ich habe Donner von Berge nicht gefesselt und ich habe die Frauen und Kinder seines Stammes mitgenommen. Nur wenn du es befehlst, werde ich sie töten. Nur dann wirst du sie töten, wenn ich es dir befehle? Nur dann. Wenn ich Donner vom Berge aber nicht sterben lassen will? Wenn du ihn nicht sterben lassen willst, so bin ich bereit, sein Bruder zu werden. Er ist nicht geringer als ich. Aber sollen wir dann mit den Siksikon in Frieden leben und die Assiniboine bekämpfen? Nein, das wollen wir nicht. Ich töte keinen Krieger der Prärie mir. Es sei denn, dass er ein Verräter ist und unseren Feinden dient.